successful jump procedure. Roger that. Begin field base setup. Houston, I've spotted something near the LZ. It's closing in. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Gamescon 2020 Demo. Ein angespielt von The Riftbreaker. Wer könnte im Prolog dieses Spiel spielen? Es geht darum, dass man auf einer fremden Welt landet und versucht quasi, was heißt quasi, die Ressourcen eigentlich auszubeuten. Der Planet wehrt sich und ja, um das geht's eigentlich. So, jetzt muss man schauen. Einstellungen. Deutsch, das gibt's auch in Deutsch. Englische, deutsche Untertitel. Ich glaube, das passt soweit alles ganz gut. Steuerung habe ich auch schon kurz reingeschaut. WASD kann man spielen. Spaces interagieren. Das hier ist Karte. Waffen wechseln. Aktionsset. Bewegungsfähigkeit. Und die hier. Ja, okay. Ich hoffe, das sieht man auch noch im Spiel dann. Aber so ungefähr weiß ich es jetzt. Lass uns mal einfach mal das Prolog starten. Es ist natürlich auch wieder eine Pre-Alpha-Version des Spiels. Das heißt, da kann sich noch viel ändern. Oder halt auch Bugs sein und alles Mögliche. Kennt man ja. Ja, da haben wir es ja nochmal. Ja, alles klar. Da landen wir. Successful. Sensors online, weapons activated. We're ready to go. Riftbreaker Novak, please report. Houston, this is Ashley. Reporting rift jump successful. Roger that. Begin field base setup. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. Hört sich gut an, neues Ziel. Carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the natives spot us. Okay. Das hier können wir anscheinend sammeln. Das ist die Frage. Aha. Wo müssen wir jetzt genau hin? We've located a carbonium deposit. Jetzt okay. Da wahrscheinlich. Move on to the deposit and start drilling. So. Space gedrückt halten, dann bauen wir mal ab. Ich verstehe, wie das funktioniert. We've gathered enough resources to construct a headquarters building. Okay. Let's place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. So, das Baumenü. Jetzt sollen wir hier ein Hauptquartier bauen. Das machen wir doch gleich mal. Bauen wir es doch gleich mal hier in der Nähe ab. HQ construction in progress. Sometimes I wish we could fast forward this part of the simulation. Captain Novak, let me remind you that even though this is a simulated training exercise, you are expected to perform as if it was your real mission on Galatea 37. We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Yes, we've got much more interesting things to do. Let's automate this. Okay. Errichte eine Fabrik. Das ist dann das hier. Ah ja, Energie, Bauzeug und so weiter. Eine Fabrik produziert Carbonien, muss auf ein Carbonienvorkommen platziert werden, benötigt Energie für den Betrieb, klar. Baukosten Carbonien, 55, wir haben 55, das passt also noch. Energie, ja, okay, bauen wir erstmal das Ding hier. Das müssen wir dann dahin bauen. Und dann brauchen wir Energie dafür.
Our base will require huge amounts of power to upgrade. Right now, we can only construct some basic power plants. Wind turbines and carbonium power plants. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. In the beginning, it's best to use a combination of these power sources. We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Also, remember to connect all buildings to the power grid using energy connectors. They connect all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. Alles klar. Energie. Jetzt, das hier ist ein Carbonium-Kraftwerk. Oh, das braucht aber Carbonium wieder. Das heißt, wir müssen als erstes mal wieder selber nochmal abbauen hier. So, jetzt sollten wir genug haben, 55. Jetzt sollten wir doch genug haben, um hier so ein Ding zu bauen. Dann bauen wir das mal hierher, hätte ich gesagt. Ja, das müsste ja noch passen. Oder können wir das vielleicht hierher bauen? Bauen wir das vielleicht hierher. Das scheint immer noch zu passen. Denkt man, wenn es so blau war, dann sollte es eigentlich reichen. So, Kraftwerk gebaut. Und jetzt baut er automatisch ab. Sehr schön. Ashley, I'm detecting a lot of movement to the west. We should build up a defensive perimeter around the base. Let's set up some walls and sentinel towers. Focus our defenses on the western direction. They never change the beginning of this exercise. Captain Novak, we all know your renowned scientific background, but your combat performance in the previous simulation was far from spectacular. Slaughtering indigenous creatures was never my area of expertise. Since you've already done this a couple of times, we've introduced some new additions to this course. We'll see what your area of expertise really is. Not enough carbonium. So, wie schließen wir die aber an? Ans Stromnetz. Not enough carbonium. Ja, die Frage ist, wie schließen wir die eigentlich an? Das habe ich noch nicht so richtig gesehen gehabt. Müssen wir da einfach das in der Nähe errichten? Ah. Ich meine, wir können auf jeden Fall noch so einen Windkraftanlage herrichten. Das ist wahrscheinlich... So. Ich dachte, ich mache einfach nochmal eine Windkraftanlage, damit die genug Dings haben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da so eine, wie ich die anders anschließen soll. Wahrscheinlich müssen die in der Nähe von dem hier sein. Aber vielleicht kann man auch irgendwie, Dings anrichten. Ja, die haben immer noch keine Power anscheinend. Lasst uns erstmal die Mauern sehen. Not enough carbonium. Vielleicht hätte ich sie noch weiter weg machen sollen. So. Und nach Norden will ich auch noch ein bisschen hier weitermachen. Ja, wie ich die an die Dings anschließe, das würde ich jetzt gerne wissen. Er hat ja selber schon gesagt, anschließen, klar.
halt. Mauer. Hoppala. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Es fehlen nur noch die Wachtürme. Kann ich die an die Dings anschließen? Das haben sie leider nicht gesagt, wie das genau funktionieren soll. Einfach, wenn ich jetzt hier... Ah, schließt innerhalb des Gebäudes. Aha. So geht das Ganze. Mit dem Teil hier können wir es richtig schön anschließen. Dann haben wir die Leitungen hier. Okay, sehr schön. Weitere Wachposten. Können wir die mitten in die Mauer reinbauen? Eins, zwei, drei, vier. I don't have enough AI cores to support any more defensive towers. You will need to construct additional AI hubs to expand our defenses. Remember to build more power plants before you do that. AI hubs consume a lot of energy. Ja, okay. Dann lasst uns doch mal noch mal ein bisschen Energie bauen. Einfach mal hier so ein paar. Not enough carbonium. Windräder. Wo sieht man eigentlich, wie viel Energie? Ach, da oben. 1000 von 1000, okay. Und es ist so ein KI-Knoten. Stellt KI-Kerne zur Verfügung, die zur Verwaltung von Gebäuden mit künstlicher Intelligenz benötigt werden. Dazu gehören Wachtürme sowie Reparaturanlagen. Okay, bauen wir mal hier einfach mal hier hin. Und da ist die Energie auch ziemlich jetzt runtergegangen. Wir brauchen mehr Energie. Bauen wir doch nochmal ein Windkraftwerk. Not enough carbonium. Und wahrscheinlich so noch so einen Knoten dann, um das Ding anzuschließen. So, jetzt sieht es doch schon langsam. Wir brauchen weitere. Wie wäre es hiermit nochmal so ein. Mit so einem Kraftwerk, hätte ich gesagt. Wo war es das? Carbonkraftwerk, das bauen wir auch nochmal hier an. So. Jetzt sollten wir doch genug Energie haben. Dann bauen wir hier nochmal einen hin. Vielleicht hier nochmal einen hin. Ashley, remember to connect all buildings to the power grid. Energy connectors distribute power to all buildings within their operating radius. Ja, das haben wir doch schon jetzt, oder? Ah nee, da unten fehlt noch einer. Sehe ich gerade. So. These basic defenses should give us a bit of security,
but we should try to surround our entire base with walls and defensive towers. Klar. So. Ich hätte vielleicht einen zweiten Dinger noch hinstellen sollen. Naja, gut. Wir werden angegriffen. Bald. Bald werden wir angegriffen. Ah, da kommen wir eh nicht durch. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. Prepare to fight. We're ready for them, Mr. Riggs. Remember to use repair kits if necessary. Da kommen sie. Wir sollten uns wahrscheinlich eher mal hier, naja. Ah, da kommen sie ja schon. Base is under attack. Wir bleiben einfach mal hier in der Nähe von unseren Geschützen. Base is under attack. I'm not detecting any more hostile creatures in the base's vicinity. Sehr gut. Well done, Captain Novak. The purpose of this training exercise is to prepare you for intense combat situations. This simulation is based on our long-distance scans of Galatea 37. They may or may not be accurate. You will be alone out there. There will be no communication back home until you can stabilize a rift portal back to Earth. You will have to rely only on your skills and your mecha suit. Mr. Riggs is the only companion that I need. We can handle the unknown. Just let us do our job. Alles klar. Ja. We should further secure and expand our base. You can build more defenses or go out and clear out hostile creatures' nests to prevent further attacks. We didn't have any time to study the creatures that are attacking us. The only thing we can do right now is to fight them or strengthen our defenses. We'll need a steel factory to build more towers. We'll have to find an ore deposit to build one. Finde eine Erzader. Also das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Kann man einen Turm vielleicht hinbauen? Und dann hier vielleicht weiter Mauern machen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann bauen wir hier mal ein Tor hin. Und hier weitere Mauern. Sodass die hier nicht reinkommen. So, dann sollten sie hier zumindest mal nicht reinkommen. Dann bauen wir hier nochmal... Hoppla. So. Jetzt sollten wir auf jeden Fall gut eingekapselt sein, hätte ich gesagt. Ja. Die Frage ist halt, wir brauchen noch weitere Türme dann. Oh. Moment. Was sehe ich da? Da fehlt doch ein Ding. So. Machen wir doch hier auch mal... Not enough steel. Jetzt brauchen wir Stil. Achso, das hatten wir wahrscheinlich vorhin schon. Das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ich schätze, da oben ist das Stil. Ja, wenn man das so sieht, hier. Ah ja, und das geht einfach. Okay. Moment. Das Tor ist irgendwie verkehrt drin anscheinend. Da müssen wir wohl nochmal so, so Dinger hier machen. So, jetzt sieht das Tor besser aus. Alles klar.
hätte ich auch gesagt, gehen wir mal nach da oben und schauen wir mal, dass wir da so ein Ding finden. Ach, guck mal, da ist nochmal Carbonium und Erz. Das sollte man es auch auf jeden Fall merken. Wie ist das mit der Munition? Munition herstellen haben wir auch noch nicht irgendwie gelernt, wie man Munition herstellen können. Weil die geht auch langsam zur Neige, habe ich so den Eindruck. Bleiben wir mal auf Nahkampf. This looks like a large deposit of ore. Build a steel factory in this area and power it with a carbonium power plant. Hey, unsere Rüstung ist kaputt. Ashley, I strongly advise you to construct an armory. It will allow us to craft new weapons and upgrades, and also manufacture field repair kits, as well as other usable items. And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein Dings gefunden. Errichte eine Uraniumfabrik und betreibe sie mittens eines Carbonium-Kraftwerks, klar. Ein Carbonium-Kraftwerk. Es ist hier drüben. Bauen wir dann hierher. Und Carbonium-Fabrik, genau, und das bauen wir hierfür. Sollte ich vielleicht sogar zwei hinbauen? Ah, lass mal es erstmal mit einer. Lass mal es mal mit einer hier. Da sollte man dann eine Mauer hinbauen. Oh, war das so weit weg? Anscheinend. Okay, Mr. Riggs, we've got steel production up and running. Ashley, I would strongly advise you to place a rift portal near this factory. This way, we can quickly get back to this location if it comes under threat. It would also be advised to place additional sentinel towers to defend this outpost. Remember to connect the towers to the power grid using energy connectors. So. Hier Wachtürme, ist klar. Muss man uns aber überlegen, wo wir die genau hinbauen. Not enough AI cores. Build more AI hubs. Ach, jemine. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch wieder neue, noch mehr Energiedings. Noch mehr Kraftwerke hier. Naja, guck mal, da kommen wir auch nicht durch. Hier kommt man nicht durch. Sieht aus wie eine ganz gute Stelle, um zu verteidigen hier. Okay, ein IO-Knoten. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob der langt. Ja, doch, das langt. Hier brauchen wir auf jeden Fall Energie. Hier kommt auch nochmal so ein Turm hin. So. Und hier unten machen wir noch eine Mauer. Und auch ein Portal. Ich glaube, so rum müsste das dann hingehen. Bauen wir das vielleicht hierher.
Und dann... Jetzt habe ich auch verstanden, wie das funktioniert. So. Dann können wir nämlich auch hier rausgehen. Ah, das ist doch klasse. So muss es sein. So sieht's richtig aus. Unten haben wir es irgendwie falsch gemacht. Ah, Spiel speichern geht gar nicht. Na gut, müssen wir es in einem Rush durchziehen. Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Haben schon ein bisschen überzogen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.